Ist das nicht eine Nummer zu groß für euch? Wieso? Jetzt haben wir endlich die Chance zu zeigen, dass es hier auch geile Bands gibt. Und da holt uns die Leute ran. Eben, und Wieland Schwarz kann sich einen drauf runterholen. Und du machst den Vorverkauf. Naja, von mir aus. Wir brauchen auf jeden Fall neue Kostüme. Wir brauchen am besten komplett neues Konzept, neue Songs. Vielleicht irgendwas Schräges für den Auftritt. Ja genau, vielleicht können wir was mit Tieren machen. Eine Pferdedressur oder sowas. Du hast wohl zu viel Kampfgas inhaliert. Du hast eben keine Fantasie. Ja genau, die Fantasie dieser Kaserne kommt, ne? Deine Panzerknackermasken waren auch nicht besonders originell. Das hast du von Wieland Schwarz. Gib her. Ich dachte, ihr hättet das schon gelesen. Gib her, Mann! Also gut, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Definitiv zu viel schlechte Musik haben Apollo Schwabing, in Klammern witzig, Fragezeichen, aus München gehört. Schmalspurwellenreiter, die für ihr Panzerknacker-Outfit den Peinlichkeitsorden verdient hätten und mit einer Anzeige von Walt Disney noch nicht genug bestraft wären. Sie machen es nach und heraus kommt noch mehr langweilige Musik von Leuten, denen es offensichtlich zu gut geht. Fuhrunternehmersohn und Tabak-Original-Aftershave-Benutzer Vincent Zweierhofer, ein harmloser, hysterischer Spinner, unterhielt das spärliche Publikum mit einer verkrampft exaltierten Performance, die schließlich im Stromausfall endete. Bratpfannen sind origineller. Hausaufgaben nicht gemacht. Setzen 6. Reg dich nicht auf, Vince. Es weiß sowieso jeder, dass das nicht stimmt. Wieso? Ich reg mich überhaupt nicht auf.